Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Wochendeko. Ihr konntet eben schon so ein bisschen sehen, womit ich heute dekorieren möchte und irgendwie sah das ganz anders aus als sonst, oder? Also ich habe mir ein paar Kreissticker rausgesucht, die könnt ihr hier auch schon sehen. Dann habe ich mir meinen Tuschkasten rausgesucht, den konntet ihr ja hier auch schon ein bisschen erblicken. Und ich habe wunderbare, schöne neue Stempel bekommen. Und die möchte ich euch jetzt erstmal noch mal kurz zeigen. Und zwar diese hier. Ich zeige euch die jetzt einfach mal so ein bisschen näher, damit ja, ihr die besser sehen könnt. Wunderschöne Planermotive, kreative Sachen sind dabei. Ich habe mich da wirklich richtig rein verliebt. Wie immer findet ihr den Link zu den Stempeln auch in der Infobox. Guckt da mal nach meiner Pinterest-Pinnwand. Da sind die auf jeden Fall drauf. Und ich habe mir auch noch einen nachbestellt, den ich irgendwie vergessen hatte zu bestellen. Und zwei Motive sind leider die ganze Zeit ausverkauft, die ich auch richtig schön fand. Aber vielleicht kommen die ja irgendwann nochmal rein. Kleiner Fun Fact, ich dachte erst, was zum Henker soll dieses Wort bedeuten? Und habe immer Clary gelesen, also so ähnlich wie Clary. Aber es soll Diary heißen. Da bin ich dann irgendwie auch relativ spät drauf gekommen. Aber für mich ist das Clary ganz eindeutig, auch wenn das I jetzt hier an der verkehrten Stelle gelandet ist. Aber wie schön sind bitte diese Planermotive? Also ich bin wirklich total hin und weg. Und ich wollte die heute in der Deko so ein bisschen in Szene setzen und eventuell halt auch noch so ein bisschen ausmalen oder auf jeden Fall so ein bisschen Farbakzente mit draufpacken. Ich hole einmal meinen Planer dazu und die Kalendereinlagen. Das hier war ja die letzte Woche. Die hatte ich im Livestream mit euch zusammen dekoriert und die Woche davor wollte ich sagen auch. Das war diese hier. Und heute ist die KW 20 dran zum Livestream beziehungsweise zu dem Tag und was danach noch so passiert ist, kann ich gleich auch noch was erzählen. Ich fange aber erstmal hier so ein bisschen an zu experimentieren, würde ich sagen. Und ja, wenn ich dann so ein bisschen im Dekofluss bin, dann kann ich, glaube ich, ein bisschen freier erzählen, ohne mir zu viel Gedanken zu machen. Aber ich habe mir jetzt erstmal, das habe ich gerade kurzzeitig vergessen, Papier rausgesucht, auf dem ich die Stempel erstmal probestempeln wollte. Und das mache ich, glaube ich, zuerst. Ich habe hier einmal Transparentpapier und einmal mein typisches 120 Gramm Papier von Claire Fontaine. Das ist auf jeden Fall bei Pinterest mit verlinkt. Das glaube ich auch tatsächlich. Also ist beides auf jeden Fall von Amazon. Und ich habe mir hier eben noch so ein Papier daneben gelegt, damit ich immer schön die Stempel da drauflegen kann. Und da ich ja mit Wasserfarbe gleich noch arbeiten möchte, habe ich mich dafür entschieden, dieses Stempelkissen zu verwenden. Das ist Deson für jede Oberfläche und das ist auch wasserfest. Das sollte also funktionieren. Aber ich mache jetzt einfach ein paar Tests hier auf den Blättern. Dann werden wir schon sehen, wie gut das klappt oder auch nicht. Und ich fange einfach mal mit dem hier an. Ich bin richtig gespannt. Ich habe sie noch nicht getestet und ich sehe gerade, ich habe hier schon schön die Ecke mit angedätscht. Darf das jetzt also nicht zu doll runterdrücken. Oh, wie cool. Also, oh. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Nee, oder? Achso, warte, ich will den ja natürlich auch auf dem Transparenten. Ich bin gerade so geflasht, dass ich das vergessen habe, nochmal zu stempeln. So, das kommt auch hier drauf. Das Motiv. Auch richtig cool. Genau, ich stempel die jetzt erstmal alle, gucke mir an, wie die so aussehen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt schon richtig begeistert. Und ich finde es auch richtig cool, dass die Motive halt nicht so perfekt sind sozusagen, sondern so gezeichnet und so ein bisschen, ja, so ein bisschen ja, weiß ich auch nicht, unperfekt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So.
Richtig, richtig cool. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie vielleicht zu dünn sind, also dass die Linien nicht so gut zur Geltung kommen. Aber das sieht richtig, richtig cool aus. Also ich bin. Oh, jetzt habe ich ihn da drauf gestempelt. Auch schön. Eigentlich wollte ich hier hin. Ihr merkt schon, ich bin total durcheinander. Ich freue mich einfach so, die zu verwenden, weil ich das einfach total cool finde. Und ich meine, wir Planermädels, wir haben so viel mit Planern zu tun. Warum, also, wieso gab es die nicht schon früher, diese Motive und diese Stempel, frage ich mich. Und es gibt halt auch noch einen, den habe ich mir jetzt auch nachbestellt, mit einem Laptop. Und dann ist da auch ein Planer, glaube ich, noch davor, der da so rumliegt. Und ich meine, auch mit dieser Schreibmaschine. Das passt einfach dann auch so gut momentan mit dem Homeoffice, mit dem viel am Schreibtisch sitzen und so weiter. Deswegen finde ich das einfach mega, mega cool. Die Schere ist auch sehr cool. Dann kommt jetzt die Clary. Liebe Grüße. Und zack. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich sie ungefähr in ihren Sets lasse und nicht alles durcheinander bringe. Auch sehr cool. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass man die dann echt noch ganz gut irgendwie so ein bisschen ausmalen kann oder ja, irgendwie, weiß ich nicht, so ein, zwei Farben noch dazu packen kann. Dann ist es nicht ganz so schwarz-weiß halt. So. 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 Oh, das habe ich verkehrt rumgehalten, ne? Aber ist nicht so schlimm. So. So, das sieht schon mal sehr cool aus. Ich lasse das hier auf dem Transparentpapier auch jetzt nochmal trocknen. Aber ich glaube, man sieht ganz gut, dass man das auch auf so ein Papier stempeln kann. Also man könnte es ja zum Beispiel dann auch ausschneiden oder ausreißen oder so. Also hatte ich auch überlegt für Dekos, wenn man halt einen Untergrund hat, wo man nicht gut drauf stempeln kann. Also zum Beispiel könnte ich ja auf Washi stempeln, aber es dann nicht ausmalen. Und für solche Fälle ist es gar nicht so schlecht, dann einfach das auf einem separaten Papier vielleicht zu machen und das dann ja einfach auszuschneiden und dann auf die Deko zu kleben. Ich packe mal die ganzen Dinger hier beiseite. Und dann holen wir doch mal die Kalendereinlagen hervor. Die habe ich jetzt gerade irgendwie verlegt. Da sind sie. Und ich wollte es halt wirklich heute mit dem Fokus auf diese Stempel machen, also dekorieren. Und habe deswegen nur ein paar Kreise rausgesucht, die ich mitverwenden möchte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese Farbe verwenden möchte, weil es ist halt ein bisschen bräunlich, ne? Vielleicht bleibe ich tatsächlich bei denen hier. Und ich glaube, ich werde einfach ein paar Kreise verteilen, dann die Stempel verteilen und wenn ich dann so ein bisschen am Rummanschen bin mit den Farben, dann erzähle ich auch gleich noch ein bisschen mehr nebenbei. Ich werde die jetzt einfach hier so ein bisschen hinkleben, damit es halt nicht nur mit Stempeln ist. Ich habe heute übrigens mein Stativ mal auf dem Tisch stehen, wie ihr es vielleicht auch schon bemerkt habt. Ich hatte das sonst immer hier so direkt an der Tischkante und dann halt super lang ausgefahren und die Beine viel enger aneinander. Und erstens bin ich manchmal mit dem Fuß gegengestoßen oder wenn ich mit dem Tisch gewackelt habe, dann habe ich immer das Stativ mit angestupst. Das war nicht so ganz optimal. Deshalb, ja, probiere ich es jetzt mal so. Ich glaube, es steht auf jeden Fall stabiler, weil es jetzt halt wieder so ein bisschen breiter ist mit den Füßen. Und ja, es stört ja auch nicht so richtig, wenn jetzt hier so diese kleinen Füßchen zu sehen sind, oder? Also ich glaube, da können wir drüber hinwegsehen. Und ich hoffe halt, dass es dadurch nicht
ganz so viel wackelt, weil ich ja doch irgendwie immer nicht so richtig still sitzen kann. Und ja, das ist vielleicht dann so ein bisschen besser. Auch wenn natürlich hier so ein paar Schatten entstehen und so, aber mein Gott, also irgendwie muss man sich dann halt arrangieren, dass es irgendwie passt. Irgendwie. So. Ich verteile jetzt hier noch so ein, zwei Kreise. Guck mal, wo es für mich irgendwie sinnvoll erscheint. Vielleicht da noch einer. Ich will nicht zu viel verwenden. Die haben halt auch schon wieder einen anderen Farbton. Also ich bin heute so ein bisschen, ja, naja, minimalistisch ist vielleicht auch das falsche Wort, weil da kommt ja gleich noch mehr dazu. Aber auf jeden Fall bin ich nicht so klebefreudig, weil ich halt heute eher stempeln möchte. Bin auch schon ganz gespannt, wie das gleich wird, wenn ich noch Farbe mit ins Spiel bringe, weil ich ja jetzt nicht so die Mega-Künstlerin bin. Aber das schauen wir dann einfach mal. Jetzt habe ich hier noch so ein halbes Ding. Passt das noch irgendwo hin oder lassen wir das jetzt hier weg? Ich weiß es nicht. So ein bisschen diagonal schon wieder, ne? Naja. So. Dann klebe ich hier einfach auch noch diesen kleinen Rest hin. Und dann gucken wir mal, wie sich das jetzt so entwickelt. Also ich fange mal mit den größeren Stempeln auf jeden Fall an. Und der größte ist auf jeden Fall der hier. Der kommt, glaube ich, hier unten in die Ecke. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich die Ecken nicht zu doll runterdrücke, weil da jetzt schon die Farbe dran ist. Aber mit Stickern drunter muss man ja mal aufpassen, dass die Kante sozusagen mitgestempelt wird oder über die Kante rüber gestempelt wird. So. Ja, das lasse ich durchgehen. Dann mache ich einfach mit den anderen Motiven weiter. Dann habe ich noch diesen Planer hier, der kommt dahin. Und diesen Planer und diesen aufgeklappten. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das sinnvoller ist. Ich glaube so rum. Dann, oder ich mache den einfach hier so rein. Okay, ich glaube, der kommt dahin. Zack, es klebt so ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, einfach die Farbe und das Stempelgummi. So. Und dann noch dahin. Sehr cool. Richtig cool. Gefällt mir jetzt schon voll gut. Dann habe ich natürlich auch noch so kleinere Sachen. Da muss ich jetzt mal schauen, dass das irgendwie zusammenpasst. Die Tube und dieses kleine, na, wie heißt das denn? Diese Farbpalette. Kommen jetzt einfach mal dahin. Ach, guck mal, das ist da so unterbrochen. Ich habe vorhin gedacht, ich habe nicht richtig gedrückt. Aber das soll so. Ja, da kann ich ja lange drücken. So. Und so. Sehr cool. Und hier könnte ich auch noch das Tintenfass hinstempeln. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Und ist das eine Tube? Ja, ne? Die ist ganz schön groß, die Tube. Okay, das soll eine Stempeldeko werden, also wird es eine Stempeldeko, ne? Ich habe das angekündigt, also ziehen wir das auch durch. Vielleicht mache ich auch einfach jeden Stempel, den ich hier habe. Mal gucken.
die Schere kommt auf jeden Fall da dazu. Dann habe ich noch das Washi-Tape. Vielleicht muss ich doch noch einen Punkt oder irgendwas kleben oder einen Kreis. Mal sehen. Also ich habe noch die Washis. Das Diary lasse ich eventuell weg. Study lasse ich eventuell auch weg. Und diese Stifte hier. Die Stifte. Könnte ich hier so hin stempeln. Okay, da habe ich jetzt aber wirklich nicht genug gedrückt, wie es aussieht. Und als letztes noch das Washi-Tape. Ich glaube, das klebe ich, stempel ich hier hin. So, gut, dann ja, habe ich schon mal fast alle Stempel verteilt. Und jetzt ist die große Frage, ich lasse das auch noch so ein bisschen trocknen, weil ja, wir wollen ja nicht alles verschmieren. Ich habe hier diese Pinseltank, wie ist das, Wassertankpinsel. Und ich suche mir mal so ein paar dünnere raus, den und den wahrscheinlich. Die ganz breiten werde ich, glaube ich, nicht verwenden, jedenfalls nicht für die Stempel. Der ist auch schon relativ breit. Also ich glaube, der hier wird mein Favorit. Ich habe hier so eine Overhead-Folie auf ein Papier gelegt. Das Papier ist einfach nur dafür da, dass ich die Farben besser sehen kann, weil ich einen grauen Tisch habe. Und ja, werde jetzt einfach mal so ein bisschen hier drauf rummanschen. Ich weiß gar nicht, bin ich im Bild damit? Ich gucke mal kurz. Ja, das ist gut. Ich manche hier so ein bisschen mit rum und guck mal, was so für Farben entstehen, weil natürlich würde ich gerne ein Türkis oder so haben, aber das muss ich erstmal gemixt bekommen. deswegen werde ich jetzt hier einfach so ein bisschen rumprobieren. Es soll halt sehr dezent sein mit viel Wasser und ich teste jetzt einfach mal aus, wie ich das hier so hinbekomme, dass das ein schöner Farbton wird. Also ich mixe mir, glaube ich, erstmal so ein, zwei Farben hier an. Ich habe ja auch so ein Tuch daneben, damit ich die Farbe ein bisschen loswerde, wenn ich dann die nächste Farbe machen möchte. Weil ich natürlich auch noch was Rosanes brauche. Da werde ich, glaube ich, die Hautfarbe nehmen und so ein bisschen Pink oder so. Mal gucken. Ich bin halt echt kein Malprofi, ne? Also ich habe hier so einen typischen Pelikan-Tuschkasten aus der Schule noch, aber oh, das finde ich schon gar nicht so schlecht hier, die Farbe. Das hier ist jetzt irgendwie doch sehr grünlich, vielleicht kann ich das noch so ein bisschen, ich nehme mal davon was hier rüber, dann kann ich das ein bisschen verändern. Grün, blau. Ja, ich bin halt nicht so der Profi, wollte ich gerade eigentlich nur sagen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Aber ich teste einfach mal aus, wie das jetzt hier so wird. Das ist auch ein interessanter Ton. Nicht das, was ich vorhatte, aber auch interessant. So. Und also das hier ist irgendwie zu grünlich. Vielleicht muss ich da noch irgendwas... Vielleicht kann ich da auch ein bisschen Hautfarbe mit rein. Nee. das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Obwohl das jetzt... Gucken wir mal. Geht gerade schon fast Richtung Oliv oder so. Okay, auch interessant, aber auch nicht so ganz das, was ich im Kopf hatte.
brauche ich doch einfach mehr Wasser. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Das wird spannend. So, okay, aber die Farbe finde ich gar nicht so schlecht. Dann vielleicht noch. Ist jetzt sehr grünlich hier, ne? Was können wir noch gebrauchen? Was Gräuliches vielleicht? Nur so ein kleines bisschen. Ich will es halt auch nicht so komplett ausmalen, sondern eher so ein bisschen so Akzente, weiß ich auch nicht, so ein bisschen Farben reinbringen, aber halt auch nicht das jetzt hier wie bei Malen nach Zahlen komplett ausmalen. Deswegen brauche ich jetzt nicht alle Töne, aber die Frage ist ja, ob ich noch ein helles Türkis hinkriege. Also grün scheint sehr dominant zu sein, wenn man Türkis mixt. Also ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Blau als Grün. Es wird halt schnell so ein... Ja, das geht jetzt wieder in die und die Richtung hier. Wahrscheinlich muss ich dann doch eher das da nehmen und viel Wasser benutzen. Ich meine jetzt, glaube ich, noch irgendeine rosa-pink-Richtung, also vielleicht mit Rot. Rot und Rosa oder so. Oh, ist auch schon nicht schlecht mit dem Blau. So. Ein bisschen pinkiger. Und dann noch eine Variante mit dem Blau, was ich eben hatte. Das fand ich auch nicht so schlecht. Was hatte ich denn da für ein Blau drin? Okay, das ist jetzt hier wieder was ganz anderes geworden. Ach ja, also ich werde das wahrscheinlich hier ein bisschen schneiden, weil das dauert ein bisschen lange alles. Aber es geht gleich ans Ausmalen, versprochen. So. Okay, ich mache einfach mal und guck, was passiert. Und wenn es nicht gefällt, dann muss ich halt noch ein bisschen weiter damit rumtüfteln. Ich werde jetzt einfach mal mit diesen Washis anfangen, weil die sind nicht so groß und das ist vielleicht nicht ganz so schwer. Und werde jetzt hier so ein bisschen die Farbe drin verteilen. So. Okay, das wird ja eine richtig schöne Friemelarbeit. So. Okay, ich sollte vielleicht die Sachen zwischendurch trocknen lassen, damit das nicht alles ineinander läuft. Ja, ich glaube, ich bin jetzt hier erstmal ein bisschen beschäftigt, deswegen kann ich ja schon mal ein bisschen nebenbei versuchen zu erzählen. Und zwar hatte ich ja vorletzte Woche, Samstag, einen Livestream, den ihr vielleicht auch gesehen habt oder auch dabei wart. Und ja, das war tatsächlich dann auch ein relativ spektakulärer Nachmittag für mich, weil dann auch noch ein bisschen was passiert ist. Wo fange ich an? Also ich hatte den Livestream fertig und habe dann erstmal was gegessen und mit meiner Mama telefoniert und so ein bisschen
hier gekramt und da gekramt, also so verschiedene Sachen gemacht. Und dann war ich noch mit der lieben Clary zum ja, Videotelefonieren verabredet. Wir wollten noch ein bisschen was besprechen und einfach ein bisschen zusammen basteln, quatschen, was auch immer. Bisschen kreativ sein gemeinsam, da macht das ja irgendwie mal mehr Spaß. Und dann wollte ich eigentlich nur kurz in die Küche gehen, um die Gießkanne zu holen, weil hier neben mir habe ich in einer Pflanze so einen Gießanzeiger von IKEA stecken, der blinkt, wenn es zu trocken wird. Ja, und dann bin ich in meine Küche rübergegangen und musste feststellen, dass da ziemlich große Pfützen auf dem Boden waren. Und ich habe erstmal voll den Schreck bekommen und bin so im Kopf die Checkliste durchgegangen. Waschmaschine, nee, hatte ich nicht an. Spülmaschine hatte ich auch nicht an, kann es also auch nicht sein. Dann habe ich geguckt, Spüle undicht, wäre ja auch komisch, weil warum sollte da auf einmal was auslaufen, ne? So viel Wasser, wo kommt das her? Dann schwenkte ich meinen Blick auf die andere Seite von meiner Küche, Richtung Kühlschrank. Es waren halt überall Pfützen verteilt, dass man überhaupt nicht so direkt sagen konnte, ah ja, da kommt's her, da fließt es raus oder so. Und dann, ja, habe ich zum Kühlschrank geguckt, habe den Kühlschrank aufgemacht und mich gewundert, weil oben an der Kante, also quasi nicht im Kühlraum, sondern so oben an der Kante, wo die Tür schließt, da waren so Tropfen. Und dann habe ich noch einen Tick höher geguckt und bin vor Schreck fast nach hinten übergefallen, denn die Decke und Wand waren schon nass. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht die Größte. Und ja, das war jetzt nicht so direkt in meinem Blickfeld sozusagen. Aber ja, dann habe ich erstmal einen kleinen Schockmoment gehabt sozusagen, einen kleinen Schreck gekriegt. Bin zu Maren rüber und meinte nur, meine Küche steht unter Wasser. Und sie konnte mir natürlich jetzt in dem Moment nicht helfen, hat mir dann quasi seelischen Support geleistet. Auf jeden Fall wurde die Decke an einem Fleck immer nasser und es lief oder kam so die Wand runter hinterm Kühlschrank direkt, da wo die Steckdosen waren, wo meine ganzen Geräte angeschlossen sind, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Milchaufschäumer und sowas alles, steht alles da so auf der Seite. Die waren auch teilweise schon ein bisschen unter Wasser, weil das halt auch so auf der Arbeitsfläche dann so rumfloss und keine Ahnung was alles. Naja, und dann musste ich erstmal schnell handeln, habe den Strom abgestellt zur Sicherheit und bin zu meiner Nachbarin nach oben getigert, um zu gucken, was da das Problem ist und warum bei mir so viel Wasser in der Küche landet. Und sie wusste quasi von nix und hat dann auch mal bei sich in der Küche geguckt und musste feststellen, dass es bei ihr genauso aussah. Und sie so, ja, bei mir auch. Und ich dachte mir, toll. Dann bin ich noch eine Etage höher gestapft und da habe ich niemanden erreicht. Und dachte mir, okay, dann musst du jetzt erstmal irgendwen von der Vermietung erreichen, dass sich das jemand möglichst schnell anguckt. Und ja, dann hat das ein bisschen gedauert, bis ich da endlich wen am Telefon hatte. Die haben zwar so Notrufnummern, aber also Notruf im Sinne von ja, technische Probleme, Notruf. Aber ja, das sind halt Handynummern und wenn man mal kurz nicht irgendwie am Handy ist oder das nicht mitkriegt, dann geht man halt trotzdem nicht ran, auch wenn man 24 Stunden erreichbar sein soll. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann wieder am Telefon. Zwischenzeitlich hatte ich schon überall Handtücher verteilt und alles versucht aufzusaugen und habe alle Geräte abgestöpselt und woanders hingestellt. Habe den Kühlschrank ins Wohnzimmer gerollt. Also ja, Maren war quasi live dabei, wie ich eine neue Minibar im Wohnzimmer aufgebaut habe und so. Also es war schon irgendwie ein bisschen lustig. Hab dann auch irgendwann einfach angefangen, Eis zu essen, als ich dann auf den Handwerker gewartet habe. Und ja, der kam dann auch zum Glück relativ schnell und hat dann sich das kurz angeguckt, hat Fotos gemacht, ist dann auch noch eine Etage höher und noch eine Etage höher und hat dann auch
den Nachbarn angetroffen, den ich vorher nicht angetroffen hatte. Und ja, es ist noch nicht ganz klar, was überhaupt das Problem war. Also man kann schon mal einen Rohrbruch ausschließen, weil das Wasser zum Glück dann irgendwann aufgehört hat zu laufen. Das war ja schon mal gut. Allerdings ist nicht ganz klar, was das Problem ist, weil es wurde gesagt, dass der eine Nachbar wohl mindestens im zweiten Stock, wenn nicht sogar drüber, aber es ist, glaube ich, der im zweiten Stock gewesen, seinen Boden wohl mit reichlich Wasser geputzt hätte. Das war die Aussage, die an mich rangetragen wurde. Macht mit der Info, was ihr wollt. Ich glaube es nicht so ganz. Es ist einfach nur eine verrückte Story mal wieder. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, ich mache mir einen gemütlichen Samstagnachmittag und bin auch ein bisschen kreativ oder schnack eine Runde mit meiner Familie, mit Maren, mit wem auch immer. Aber nein, das war dann irgendwie nicht mehr so ganz der Fall oder nicht mehr so drin, weil ich mich halt dann darum kümmern musste, dass meine Küche wieder trocken ist und sich das jemand anschaut. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall muss ich jetzt einmal gucken, welche Farben ich hier verteilen möchte. Was hatte ich denn hier schon? So, ich musste jetzt mal kurz Licht anmachen, weil es irgendwie immer dunkler wurde. Und Nase putzen. Das hat sich jetzt gerade hier dafür geeignet, mal kurz die Lampe anzuschließen. Wo war ich? Ich war beim... immer noch beim Wasserrohrbruch, ne? Ja, also... Nee, Wasserrohrbruch war es ja nicht. Es war ja kein fließendes Wasser. Aber ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das alles ein bisschen nervig war. Und ich hatte dann den Kühlschrank erstmal 2 Tage im Wohnzimmer stehen, weil ich ja dann den nicht da an die Steckdose packen wollte, wo Gefahr läuft, dass da wieder Wasser runterkommt. Denn es war halt nicht klar, ob es jetzt an dem Putzen lag oder ob es vielleicht doch irgendwie daran lag, dass die Waschmaschine beim Waschen ausgelaufen ist oder sowas. Und deswegen wollte ich das Risiko jetzt irgendwie nicht eingehen, da den Kühlschrank wieder anzuschließen. Letztendlich habe ich ihn ein paar Tage später aber auch wieder rüberräumen müssen. Einfach, weil ich momentan ja vom Wohnzimmer aus meine Kurse gebe. Und da kann ich so einen Kühlschrank wirklich nicht gebrauchen, dass der da auch noch im Weg rumsteht. Und habe den dann halt an einer anderen Steckdose angeschlossen, wo ich dann nicht ganz so Angst haben musste, dass da bald das Wasser langläuft. Und hab dann... Oh, jetzt bin ich hier durch die Farbe. Na gut, muss ich nächstes Mal mal gucken, wie ich das wieder löse. Auf jeden Fall war das ein spannender Samstag, den ich so schnell auch wieder nicht vergessen werde. Und das Problem ist auch noch nicht ganz gelöst, denn ich habe jetzt halt Wasserschaden in der Küche. Das sieht natürlich nicht so schön aus und muss auf jeden Fall noch behoben werden und muss dann irgendwann sich mal wer angucken. Aber bevor nicht wirklich klar ist, ob es die Waschmaschine war oder nicht, soll da jetzt halt noch nichts passieren. Ja, so viel dazu, ne? Also, es wird auf jeden Fall nicht langweilig bei mir. Irgendwas ist irgendwie dieses Jahr immer. Ich weiß auch nicht. Ich hatte schon langweiligere Jahre. Aber mit Hexenschuss und Sturz und ich weiß nicht was allem dieses Jahr, schieße ich so ein bisschen den Vogel ab. Also so langsam habe ich doch alles abgehackt, was man so als Nervkram sozusagen haben kann. Das reicht auf jeden Fall fürs ganze Jahr, würde ich meinen. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Aber ich werde euch auf jeden Fall dann ein Update geben, wenn sich da was tut und vielleicht irgendwann mal die Küche wieder schick gemacht wird oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich hier noch ein bisschen länger brauche heute, um alles auszumalen hier.
Aber es macht schon irgendwie Spaß, muss ich sagen. Jetzt habe ich hier die Matte und die Schreibmaschine im selben Ton angemalt, aber ist eigentlich auch okay. So. Matte vielleicht noch ein bisschen mehr rosa. So. Ja, ich bin nicht so der Profi mit Aquarell, dass das irgendwie schöne Farbverläufe gibt oder sowas. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ich finde es eigentlich so auch schon ganz cool, dass die so ein bisschen Farbe kriegen, die Sachen. Bei dem Papier bin ich mir halt nicht so sicher, ob ich das großartig überhaupt anmalen möchte, weil Papier ist nun mal weiß. Das muss ich mal schauen. Und hier könnte ich eigentlich auch ein bisschen Grau nehmen. Oder so schwarz oder so. Mal gucken. So. Sehr fein. Feine Arbeit mit dem Pinsel. So. Finde ich aber schon ganz cool. Was ich auf jeden Fall noch anmalen kann, sind hier die Stifte. Und dann hier auch die Palette, quasi mit meinen Farben, die ich mir hier auch rausgesucht habe und benutzt habe. Schwuppdiwupp. Grünliches. Noch was Grünliches und Grau. So, sehr gut. Hier ist auch die Frage, welche Farbe ich noch nehme. Vielleicht nehme ich da auch das Grau. So, und ich habe hier noch so einen Beige-Ton drin gehabt, oder? Irgendwie doch nicht. Ich dachte, nee, dann mache ich die Stifte aber nicht beige da vorne, jedenfalls nicht so gelblich. Hier und hier und hier, da kann noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, ich nehme Braun. Ich muss mal gucken. Ich mixe mir hier vielleicht noch mal kurz was an. Ich weiß gerade nicht, ob das im Bild ist. Ups, hier. Das ist halt auch nicht schön, ne? Schneeweißchen stiefelt übrigens auch gerade vom Fenster entlang. Na? Sie hat es immer eilig. Also sie guckt überall und geht dann aber auch schnell weiter. Ja, das ist Schneeweißchen. Die ist da so ein bisschen unruhig, habe ich das Gefühl. So. Ich hätte es gerne heller. Deswegen gucke ich mal, ob die Hautfarbe was bringt oder ob das jetzt totaler Quatsch ist. Ja, das ist schon okay. Ich glaube, dass ich das auch dann einfach trocknen lassen kann und dann kann ich nächstes Mal das wieder nass machen und verwende ich das einfach weiter. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich gucke jetzt mal hier bei diesem Buch, das sieht ja auch so ein bisschen vintage-mäßig aus, wie das geworden ist. Ja, dafür finde ich das eigentlich ganz okay. Den Stift mache ich auch in der Farbe. So, so. Die Blätter mache ich dann noch grün. Die Blume wird rötlich. Okay, das war zu früh, wa? So. Na gut, dann halt so. Ja, da habe ich gerade nicht dran gedacht, dass das sofort wegläuft. Ist auch nicht so schlimm, ne? Gut, aber dann werde ich, glaube ich,
das hier auch ganz dezent einfärben, damit es nicht weiß bleibt. Jetzt bin ich schon wieder bei so einem Grau gelandet. Ach ja. So. So, und hier mache ich es einfach rosa, weil ich es kann. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und werde ich, glaube ich, auch in Zukunft öfter mal so machen. So, und da mache ich die Pinsel dann einfach beige. So, na gut, dann kommen die Spitzen auch beige. Hier dachte ich, ich könnte den Paperclip so silbrig machen. Dann glänzt der so ein bisschen. Und den hier auch. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das irgendwie gut aussieht. Aber naja. So, und weil es so schön ist, das Benzel auch. Dann muss der Planer auch noch eine Farbe kriegen. Und ich glaube, da versuche ich mich mal mit dem Türkis. Oder möchte gern Türkis. So. Auf jeden Fall hier das Benzel und drumherum. So. Dann mache ich einmal hier die Blumen. Obwohl das ein bisschen sehr knallig, ne? So. Und noch irgendwas? Also die ganzen Schilder habe ich jetzt hier noch nicht großartig angemalt. Da könnte ich noch ein bisschen Farbe hinpacken, weil ich die Tube grau gemacht habe. Das hatte ich schon so ein bisschen gräulich. Das, ja, kriegt auch ein pinkes Schild, warum auch immer. So. So, und den Stift könnte ich auch noch ein bisschen farbig machen. So, die Seiten sind jetzt halt wieder super weiß, ne? Da nehme ich jetzt noch mal so ein bisschen rosa beige oder was auch immer das ist. So, so, so. Einfach um es ein bisschen eingefärbt zu haben. Gut, dann habe ich glaube ich jetzt auch alles angemalt, was man anmalen kann. Der Stift hier ist ein bisschen sehr farblos. Der kriegt noch ein bisschen mehr Farbe. Benze hier auch. So. Ah, und hier ist auch noch ein Benze. So. Ja, ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Dafür, dass ich überhaupt nichts mit Malen und Co. zu tun habe oder mit diesen ganzen Wasserfarben, Aquarell und Co.
Ich werde jetzt auf jeden Fall das hier mal schnell beiseite legen, damit das trocknen kann und nicht noch irgendwas drin auf einmal liegen bleibt. So, es ist halt, ja, sonst nicht so viel passiert auf der, auf den Seiten. Jetzt gucke ich gerade, ob ich vielleicht doch noch ein bisschen Farbe so auf den Seiten verteile. Ah. Kommen wir noch mal zurück hier. So ein bisschen vielleicht. Also ich könnte ja zum Beispiel die Tage ich mache einfach mal irgendwas. Ich glaube, ich darf nicht zu sehr drüber nachdenken, weil dann lasse ich es wieder. Aber ich glaube, ich mache einfach die Tage so ein bisschen farbig. Und dann belasse ich es, glaube ich, dabei. So, okay, jetzt aber wirklich einmal beiseite. Ich glaube, das Video ist auch super lang geworden, weil ich so viel ausprobieren wollte und ja, mir auch ein bisschen Zeit dafür genommen habe, das jetzt hier zu machen. Aber ich hefte jetzt einmal das beides in den Planer ein und dann schauen wir uns das da noch einmal zusammen an. So, alles einmal so ein bisschen aus dem Bild. Ja, und dann ist hier nochmal die Deko im Planer. Mir gefällt es sehr gut. Ich werde auf jeden Fall öfter diese Stempel benutzen. Ich bin totally in love. Schaut gerne in der Infobox, ja, falls ihr euch die mal angucken wollt. Die waren übrigens von AliExpress. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt. Schaut gerne rein. Da findet ihr den Link zur Pinterest-Pinnwand. Und das ist dann auch in der Kategorie AliExpress zu finden. Deswegen sage ich das hier auch nochmal, damit ihr wisst, wo ihr gucken müsst. Ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.